Hier seht ihr das Samsung Galaxy S4, was wir in einem Kurztest hier mit Handschuhen ausprobieren werden. Es wurde hier Werbung gemacht dafür, dass es auch mit Handschuhen funktioniert. Wir sehen können, wir haben natürlich hier so eine Standard-Billig-Handschuhe hier mit entsprechend, die entsprechend von H&M sind. Aber ich habe hier auch etwas Premium, ein Premium-Produkt hier aus Leder. So, wie ihr sehen könnt, ich kann das beim allerersten Mal nicht unbedingt hier bedienen, denn das Display muss ein bisschen aufgeladen werden. Dafür müsst ihr jetzt natürlich Elektrotechnik studieren, wieso das so ist, aber beim kapazitiven Display ist es natürlich nicht ganz einfach, das Display zu bedienen. Aber wenn ich das Ganze hier ein bisschen hier wische und das Gerät entsprechend auflade, könnt ihr dann entsprechend hier vom Bild zu Bild hier wunderbar scrollen und auch im Browser bzw. die anderen Applikationen hier auch sehr gut benutzen. Also ihr müsst nicht unbedingt eure Handschuhe ausziehen, wenn ihr hier anfangen wollt, etwas zu tippen. Wobei dafür gibt es auch schon die Funktion, dass ihr auch einfach diktieren könnt. Aber hier unten, das funktioniert dann natürlich auch mit dem Handschuh. Und jetzt natürlich, was mich noch interessiert, das funktioniert auch mit Lederhandschuhen. Deswegen ziehe ich jetzt die hier mal entsprechend aus. Ziehe meine Lederhandschuhe an. Ich gehe mal wieder nach Hause. Und dann seht ihr hier, das funktioniert hier auch wunderbar, wenn ich hier nicht die ganz dicke vordere Spitze benutze, wo es einfach zu dick ist, sondern hier seitlich. Das klappt hier auch eindeutig hier mit Handschuhen und vor allem auch hier die Zurückknöpfe und der Settings-Knopf funktioniert wunderbar. Erstaunlich, habe ich das nicht geglaubt, aber das war hier der kurze Handschuhtest mit dem Samsung Galaxy S4. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.